Was ist eigentlich Neuroathletik? Neurozentriertes Training, angewandtes neurologisches Training oder wie auch immer man das Ding nennen mag. Wenn dich das brennend interessiert, dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben. Wie die ganzen Namen schon sagen, ist der Hauptfokus auf Neuro. Neuro bedeutet Neuronen, also unser Nervensystem und ganz besonders unser Gehirn. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was unser Gehirn alles macht, Atmung, Blutdruck, Herzfrequenz, Gedanken, Muskelspannung, Bewegung, Emotion, all das wird von unserem Gehirn gesteuert. Wieso nehmen wir dann unseren Hauptfokus nicht auf unser Gehirn? Unser Gehirn bei all der Funktion, wenn wir es auf eine Aufgabe reduzieren würden, müsste unser Gehirn unser Überleben sichern. Egal wann, egal wie und egal wo, unser Gehirn scannt unser Äußeres und unser Inneres ständig auf potenzielle Gefahren und möchte, dass wir diese eine Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, überleben. Also Überleben steht im Hauptfokus und unser Gehirn wird immer alle Maßnahmen ergreifen, um unser Überleben zu sichern. Egal wie. So, wie stellt unser Gehirn jetzt fest, ob es sicher ist, ob unser Überleben gefährdet ist oder nicht? Unser Gehirn braucht Inputs. Inputs von außen, die kriegt es über unsere Sinne, über unsere Augen, über unseren Geruch, über unsere Ohren, über unseren Geschmack. Inputs von innen, also was passiert gerade mit meinen Organen? Funktioniert meine Lunge? Funktioniert mein Magen? Meine Verdauung? Meine Leber? Und aber auch die Lage darüber, wie meine Muskeln, Sehnen und Knochen funktionieren. Wo befinde ich mich also im Raum? Ist der Arm gebeugt? Ist der Arm gestreckt? Was macht mein Bein? Was macht mein Fuß? All diese Inputs nimmt mein Gehirn von der Peripherie, von Rezeptoren. Diese werden über Nerven weitergeleitet in die Wirbelsäule und dann hoch zum Gehirn. Und dort müssen all diese Informationen interpretiert werden. Wenn mein Gehirn diese Informationen nicht interpretieren kann, kriegen wir immer ein Problem mit dem Output. Outputs sind Bewegung, Schmerz, Stimmung, hormonelle Probleme, Bewegungseinschränkungen, Verspannung, Müdigkeit, aber auch Leistung. Das heißt, wann immer die Qualität unserer Inputs gefährdet ist oder nicht gut ist und wann immer unser Gehirn diese Inputs nicht richtig interpretieren kann, kriegen wir Probleme. Man kann sich das vorstellen wie bei der stillen Post. Haben wir an erster Stelle jemanden, der das erste Wort nuschelt, also unseren Input, unseren Rezeptor, dann wird hinten an der Kette auch nicht das richtige Wort rauskommen, weil wir es schon nicht richtig verstanden haben. Es kann aber auch sein, dass auf dieser ganzen Kette vom Rezeptor über den Nerv, über die Wirbelsäule und in dem ganzen Interpretationsprozess im Gehirn irgendeiner das Wort falsch verstanden hat und falsch weitergegeben hat, sodass wir da am Ende auch was Falsches rausbekommen. Also zusammengefasst, bei der Neuroathletik geht es darum, Inputs zu verbessern, den Interpretationsprozess im Gehirn zu verbessern, damit wir im Gesamten besser funktionieren und dass es uns besser geht. Wenn du noch mehr über das Neurotraining erfahren möchtest, schau dir folgende Videos an und wenn du Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video.